Moin Leute, viele von euch schreiben mich an und sagen halt, ich habe ein Angebot für eine PV-Anlage mit oder ohne Akku bekommen und der Verkäufer hat mir gesagt, die rentiert sich so circa nach 10 Jahren. Ist das realistisch, Andreas? Außerdem kommt mir der Akku irgendwie groß vor und brauche ich überhaupt einen? Das sind oft Fragen, die ich bekomme und wir arbeiten im Moment an einem kostenlosen Online-Rechner, den ihr für genau solche Fragen nutzen könnt und der berechnet euch die ganzen Sachen ziemlich exakt. Ich zeige euch heute die Alpha-Version, die bald als kostenloser Online-Rechner für euch verfügbar ist und wie ihr uns supportet. Könnt, wenn ihr das gerne möchtet. Okay, wie funktioniert das Ganze? Ich zeige euch einfach mal die erste Version von unserem Tool anhand meiner eigenen Anlage und rechne mal so ein paar Sachen durch. Als erstes müsst ihr den Standort eingeben. Ja? Wir wohnen zum Beispiel in der Nähe von Köln. Ich gebe mal Köln ein und dann klickt ihr auf Adresse suchen und er sucht sich dann die Koordinaten selbst raus. Und danach wäre die Ausrichtung dran. Also wohin zeigen meine Module? Minus 90 Grad wäre hier Osten, 0 Grad sind Süden und 90 Grad sind dann Westen. Unsere Module sind südöstlich ausgerichtet, so circa minus 30 Grad also. Da unsere Module aber fast plan aufliegen, ist das eigentlich fast egal. Und dann müsst ihr noch die Leistung der Anlage angeben, das ist in unserem Fall dann 9,9 Kilowatt Peak oder 9900 Watt Peak. Jetzt klickt er auf Daten von PVGIS holen und er besorgt sich dann den geschätzten PV-Ertrag. Das sind jetzt hier ca. 8780 Kilowattstunden im Jahr. Okay, dann stelle ich das Verbrauchsprofil ein, das geht tatsächlich hier. Also hier geht es darum, wann am Tag verbrauche ich wie viel Strom. Das kann ich hier tatsächlich einstellen und das wird berücksichtigt. Wir haben hier vier Profile im Moment drin, die wir auf öffentliche Daten und auf unseren Erfahrungen so ein bisschen abgeschätzt haben und dann reinprogrammiert haben. Wenn ihr Beispieldaten habt, dann gerne her damit. Es können nämlich problemlos auch noch mehr von diesen Profilen hinzugefügt werden. Das ist überhaupt gar kein Thema. Das ist zum Beispiel mega wichtig, wenn eure Anlage zum Beispiel nach Osten ausgerichtet ist, ja? Und dann habt ihr am Morgen den meisten Saft und abends am wenigsten. Wenn ihr nun im Extremfall nur abends Strom verbraucht, dann würdet ihr fast nicht selbst von dem Strom verbrauchen, den ihr da einnehmt. Und ein Akku würde sich in dem Fall zum Beispiel wesentlich stärker rentieren. Okay, das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber trotzdem, man kann sich ein bisschen vorstellen, dass das einen relativ großen Einfluss haben könnte, ne? Okay, ich stelle bei mir jetzt mal vierköpfige Familie mit Homeoffice ein, ne? Der Stromverbrauch am Tag, wenn ich unsere Klimaanlagenheizung berücksichtige, liegt so grob bei 20 Kilowattstunden, also so Pi mal Daumen übers Jahr. Stromkosten haben wir im Moment 32 Cent pro Kilowattstunde, weil wir hatten ein bisschen Glück, dass wir noch so einen alten Stromvertrag haben. Wie sich der Preis weiterentwickelt, weiß ich natürlich auch nicht. Das ist halt wahnsinnig krass im Moment. Ja. Wir können ja gleich mal ein bisschen damit rumspielen und mal sehen, was passiert. Als nächstes die Einspeisevergütung. Hier bekommen wir 7 Cent die Kilowattstunde, die für alles, was wir quasi einspeisen, also nicht selber verbrauchen. Als nächstes müsst ihr, wenn vorhanden, den Akkupreis pro Kilowattstunde eingeben. Also mein 22 Kilowattstunden DIY-Akku zum Beispiel hat ziemlich genau 3000 Euro gekostet. Also wären das dann 3000 Euro durch 22 Kilowattstunden, ergibt 136 Euro pro Kilowattstunde. Kommerzielle Systeme liegen eher so bei 400 bis 500 Euro die Kilowattstunde, sind also wesentlich teurer in der Regel. Meine DIY-PV-Anlage hat ohne den Akku ca. 5500 Euro gekostet, also Wechselrichter, Module, Befestigungsmaterial und so weiter. Das ist mittlerweile natürlich teurer, aber das war das, was ich bezahlt habe, damit rechne ich jetzt einfach mal. Okay, jetzt tragen wir jetzt alles mal ein und dann geht's los. Wir bekommen zwei Grafiken hier raus und sind beide relativ wichtig. Gucken wir uns die mal ein bisschen genauer an. Die erste zeigt euch nämlich die geschätzte Amortisationszeit in Abhängigkeit der Akkugröße. Die rote Kurve zeigt die Amortisationszeit in Jahren an und die entsprechende Y-Achse dafür ist die rechte. Auf der X-Achse sieht man dann die verschiedenen Akkugrößen. Was bedeutet das jetzt? Naja, es ist eigentlich ziemlich einfach. Wir sehen, dass bei einer Akkugröße zum Beispiel von ca. 7 Kilowattstunden die geringste Amortisationszeit erreicht wird und genau das wollen wir ja haben. Und das sind in dem Falle ca. 4 Jahre. Das ist verdammt schnell für so eine Anlage, weil ich die halt selber gebaut habe. Dann geht das erheblich schneller. Mathematisch gesprochen suchen wir einfach das Minimum der Funktion, das war's. Das Besondere bei meiner Anlage ist aber, dass die Amortisationszeit durch den geringen Akkupreis kaum ansteigt. Ja, das ist halt auch interessant. Also der 22 Kilowattstunden Akku von mir ändert kaum was an der Amortisationszeit. Das ist halt auch wichtig, ne? Gucken wir mal bei den 22 Kilowattstunden, dann sehen wir, dass das bei mir halt 4,5 Jahre wäre, damit er sich amortisiert. Und da die Akkupreise in der Zeit, wo ich gekauft habe, sehr niedrig waren, war das vermutlich eine relativ gute Investition. Zudem planen wir natürlich noch weitere Verbraucher, wie beispielsweise ein E-Auto oder solche Sachen halt. Und dann wird das Ganze wieder interessanter.
Okay, es gibt noch eine blaue Kurve, das ist der Autarkiegrad der Anlage bei verschiedenen Akkugrößen. Diese Funktionen, also der Autarkiegrad und die Amortisationszeit, hängen natürlich sehr stark voneinander ab, das ist klar. Ändern wir mal den Akkupreis auf 500 Euro pro Kilowattstunde, was momentan auch durchaus abgerufen wird. Ne? Zum Beispiel ein größerer BYD-Akku liegt sogar eher bei 600 Euro die Kilowattstunde. Mal sehen, was passiert. Ist krass, oder? Also es ist ein komplett anderes Bild, denn nämlich die niedrigste Amortisationszeit liegt jetzt bei 0. Also hier wäre es tatsächlich am sinnvollsten, sich gar keinen Akku zu kaufen, ne? Weil er einfach so verdammt teuer ist. Was ebenfalls erstaunlich ist, dass in diesem Fall der Autarkiegrad hier gar keine so direkte Rolle mehr spielt. Ne? In der Grafik davor habt ihr gesehen, da wo der Autarkiegrad so einen Knick hat, da war auch dann das Optimum. Das ist in dem Fall irgendwie nicht mehr der Fall, weil der Akku einfach alles kaputt macht mit seinem Preis. Ja, ist mega spannend, oder? Und ihr seht, wie kompliziert die ganze Geschichte ist und von wie vielen Faktoren das abhängt. Gehen wir nochmal zurück zum ersten Beispiel und der anderen Grafik, die wir da noch haben, und schauen uns die nochmal an. Die blaue Kurve ist jetzt hier wieder der Autarkiegrad, das ist wieder genau dasselbe wie eben, da hat sich nichts dran verändert. Aber die rote Kurve ist jetzt eine andere und die entspricht jetzt der geschätzten Ersparnis pro Jahr in Euro. Ihr seht, ich würde mit meinem Akku ca. 1.800 bis 1.900 Euro pro Jahr an Strom sparen. Das ist heftig, oder? Also ich finde das wirklich viel. Zusätzlich heize ich ja auch noch mit dem Strom. Das bedeutet, dass ich ja sogar noch ein bisschen Heizkosten spare. Und das macht es natürlich eigentlich noch geiler. Das habe ich jetzt aber hier nicht mit einberechnet. Als Basis für die Rechnung, die ich euch hier gezeigt habe, nehmen wir das PVGIS-Tool der EU. Und das ist halt ein mega geiles Tool. Ich kann nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Es lohnt sich absolut. Man lernt ganz viel. Okay, jetzt die Riesenfrage, was kann unsere Methode denn eigentlich nicht? Die kann natürlich nicht alles, klar. Wir können im Moment nur eine Dachfläche, das heißt, wenn ihr zum Beispiel Ost-West habt, dann müsst ihr halt irgendwie so eine Art Kompromiss finden. Ne? Das können wir halt einfach nicht abbilden, also geht nicht. Und natürlich können wir auch keine Verschattungen abbilden. Und du kennst die Entwicklung des Strompreises natürlich nicht. Ja? Aber du kannst zumindest mal rumspielen und da ein Gefühl für bekommen. Mal den Strompreis hoch und runter schrauben, mal gucken, was das ausmacht und die Angebote halt prüfen, die du hast. Ne? Das geht ja auch auf jeden Fall. Zudem berücksichtigen wir natürlich keine Steuern und auch keine möglichen Gewinne, wenn ihr das Geld jetzt beispielsweise anlegen würdet. Das kann dann am Ende natürlich alles eine Rolle spielen, aber immer bedenken bitte, wir haben das in unserer Freizeit für euch entwickelt und es kostet nichts. Ne? Also wie gesagt, und ich denke, es ist schon sehr, sehr hilfreich. Es würde mich sehr wundern, wenn das nicht irgendwie ein bisschen helfen sollte. Das ganze Tool, was ihr hier gesehen habt, wird dann auch bald für euch als kostenloser Online-Rechner zur Verfügung stehen. Natürlich ein bisschen schicker und netter zu benutzen. Nick und ich haben das in unserer Freizeit gemeinsam entwickelt. Nick ist mit in meinem Team übrigens. Und stellen euch das umsonst zur Verfügung. Und Nick war auf jeden Fall der Hauptentwickler, hat also echt viel Zeit da reingesteckt. Und wenn ihr uns irgendwie supporten wollt, insbesondere Nick, dann ist in der Beschreibung ein PayPal-Link. Könnt ihr gerne was da lassen, das wird hauptsächlich an Nick gehen. Müsst ihr natürlich aber nicht. Wir machen es auch so, es geht uns nicht ums Geld, sondern darum, dass ihr was lernt und dass ihr euch gegen schlechte Angebote wehren könnt, weil ich bekomme es immer wieder mit, dass Leute so krass verarscht werden, was die Amortisationszeit und solche Sachen angeht, und das finde ich einfach scheiße. Ja, wie gesagt, einfach ehrlich sein, das wäre halt schon nett. Und die meisten der Rechnungen, die ich da so bisher gesehen habe von Installateuren oder halt irgendwelchen Verkäufern, das ist sowas von gruselig. Also das sind irgendwelche peinlichen Faustformeln, die gelten für nichts. Es gibt aber auch noch andere Tools, die ich euch auch noch gerne zeigen möchte, die auch cool sind und euch auch total helfen können bei der Auswahl oder der Dimensionierung eurer PV-Anlage. Und zwar die HTW Berlin. Ja, die ist bekannt durch Professor Quaschning, den dürften die meisten hier kennen. Die hat in ihrer Stromspeicherinspektion ein super schönes Diagramm aufgestellt, also in der letzten insbesondere, meine ich. Das hilft euch, relativ einfach und schnell eine erste Abschätzung zu kriegen, wie viel Akku für euch irgendwie sinnvoll ist oder auch nicht. Hier könnt ihr das Bild sehen und dieses Bild gilt natürlich nur für die betrachtete Anlage dort. Das ist ein kleiner Nachteil. Weiterhin wird für diese Werte hauptsächlich der Autarkiegrad herangezogen, also als Kriterium, wie gut ein Akku dann ist oder nicht. Und die Amortisation, das habe ich euch eben ja schon gezeigt, stimmt nicht zwangsweise damit überein, besonders wenn der Akkupreis sehr hoch ist. Das habt ihr eben in dem Beispiel, glaube ich, relativ eindrucksvoll gesehen. Trotzdem ist das ein sehr, sehr guter erster Hinweis, ob ich mich überhaupt in der richtigen Größenordnung befinde oder nicht. Also auf jeden Fall empfehlenswert und erheblich besser als die Faustformeln vieler Verkäufer.
Ja, wer das allerdings etwas genauer haben möchte oder ein konkretes Angebot nachrechnen möchte, der ist mit unserem Online-Rechner vermutlich besser beraten. Die HTW bietet im Übrigen auch noch einige Online-Rechner an, zum Beispiel für Balkonsolaranlagen und auch Volleinspeiseanlagen. Ist absolut empfehlenswert, sich das mal anzugucken. Schaden tut es auf gar keinen Fall. Ihr werdet im schlimmsten Fall etwas dazulernen. Also kann ich nur empfehlen, diese kostenlosen Tools einfach mal auszuprobieren. Macht absolut Sinn. Okay, ich werde euch demnächst noch das ein oder andere Beispiel mal vorrechnen, mal eine Balkonsolaranlage und so weiter, damit ihr so ein Gefühl für die Sache bekommt und vielleicht mal so ein paar Exempel habt, damit denen ihr da irgendwie was anfangen könnt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr konntet etwas lernen. Falls ja, dann lasst mir super gerne ein Abo da, ein Like oder einen netten Kommentar oder auch gerne alles. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.